Im Zeichen von Stabilität und Zuversicht stand der diesjährige Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Im Fokus stand das neue Strategieprogramm des Landes Niederösterreich und der Wirtschaftskammer Niederösterreich für den Wirtschaftsstandort. Einmal im Jahr lädt die Wirtschaftskammer Niederösterreich ein, um den Start ins neue Jahr zu feiern. Rund 300 Gäste aus Wirtschaft, Sozialpartnerschaft, öffentlichem Leben und Politik trafen zusammen. Wirtschaftskammer Niederösterreich-Präsident Wolfgang Ecker meinte, die Innovationskraft der niederösterreichischen Unternehmen, die Gründungszahlen, die motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Anlass zur Zuversicht. Ich stehe auch hinter dieser Zuversicht, weil ich davon überzeugt bin, dass wir auch die Herausforderungen, die es jetzt 2023 geben wird und die wird es geben, über das brauchen wir gar nicht schönreden, aber wir werden auch die schaffen. Wir haben es die letzten 2 Jahre geschafft und es wird auch in Zukunft so weitergehen. Aufgegeben wird ein Brief, sage ich immer, und genau das merkt man hier mit vollem Elan nach vorne. Und wenn man viele Kollegen und Unternehmerkollegen auch trifft, merkt man auch, dass wir alle an einem Strang ziehen und man sich gut vernetzt und einfach nur positiv in die Zukunft schaut. Man muss schauen, dass man in Niederösterreich innovativ ist, dass man Betriebe und den Wirtschaftsstandort fördert. Und dadurch natürlich, was mir ganz wichtig ist, Arbeitsplätze schafft. Um auch in Zukunft die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Unternehmerinnen und Unternehmer schaffen zu können, brauche es das Miteinander von Land Niederösterreich und den Sozialpartnern, allen voran der Wirtschaftskammer. Wir Unternehmerinnen und Unternehmer von der Front mit unseren wirklich gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und unser Herr Präsident Mara sagt das auch immer wieder, wenn es diese Organisation nicht geben würde, müsste man sie erfinden. Und ich glaube, wir haben es gerade in den letzten 2 Jahren intensiv gesehen, wie wichtig es ist. Die Interessenvertretung der Wirtschaftskammer sind einfach dazu da, um alle Anliegen mitzunehmen. Und das ist wichtig für uns. Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner unterstrich das starke Miteinander in Niederösterreich. Gemeinsam habe man etwa mit dem Energiekostenzuschuss 2 einen Energieschutzschirm für die Unternehmen geschaffen. Damit die Unternehmen gut durch die Krise kommen, ihr Unternehmen halten können und vor allem auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Sicherheit geben können. Das ist uns gelungen. Wir haben hier gefordert einen Energieschutzschirm für die Wirtschaft. Den haben wir bekommen und ich denke, das ist eine gute Ausgangssituation. Gut, dass auch nächstes Jahr zu kommen. Und wir können mit Optimismus ins neue Jahr 2023 hineinschauen. Wir haben wieder mal bewiesen, dass wenn es um was geht, dann wird in Niederösterreich an einem Strang gezogen. Das spüren die Unternehmen und sie merken auch, dass wir sie bestmöglich dabei unterstützen, dass sie ihre Pläne, ihre Visionen bei uns in Niederösterreich verwirklichen können. Und darum gibt es hier auch so eine gute und positive Stimmung. Also der Neujahrsempfang hat sich heute wirklich voll gelohnt, um gute Stimmung zu machen. Ja, auf alle Fälle. Und die Rauchfangkehrer haben noch zusätzlich Glück für uns alle mitgebracht. Das ist ganz wichtig. Das braucht man in der Zusammenarbeit, so oft der vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern und dann der Bundespolitik, aber auch der Landespolitik. Da müssen sich alle darum kümmern, dass was weitergeht. Also vom Plauschen passiert nichts, muss ich schon sagen. Man muss entscheiden und umsetzen. Und manchmal auch das richtige Quäntchen Glück zu haben und den Konkurrenten um eine Nasenlänge voraus zu sein. Ja, das gehört dazu. Das ist eine alte Tradition. Und wir sind froh, wenn wir kommen können und Glück, denen Menschen Glück bringen können. Ja.